Hallo und willkommen im Trader-Kanal. Der Goldpreis ist seit einigen Tagen am Fallen. Was sind die Gründe dafür und wie sieht meine aktuelle Analyse für die nächsten Tage und Wochen aus? Dazu mehr in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen. In meiner letzten Analyse habe ich darauf hingewiesen, dass wir vor einer Korrektur stehen. Wenn du dieses Video verpasst hast, verlinke ich es dir oben rechts. Der Goldpreis fällt. Was sind die Gründe? Da wäre zunächst einmal der US-Dollar zu nennen. Ein steigender US-Dollar ist prinzipiell schlecht für den Goldpreis. Schauen wir uns mal den aktuellen Chart dazu an. Was wir hier sehen, ist der US-Dollar Future Index im Wochenverlauf. Es fällt auf, dass wir hier seit 2021 einen Unterstützungsbereich von knapp 89,20 haben. Dieser ist nicht mehr weit entfernt. Wir haben uns in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend im US-Dollar befunden, der jetzt lediglich in der Nähe dieses Unterstützungsbereichs nach oben abdreht. Jetzt bleibt es abzuwarten, ob wir eine weitere Bewegung nach oben anstreben oder ob dieser Unterstützungsbereich gebrochen wird. Wenn wir uns das Ganze mal im Monatschart anschauen, sieht man ganz deutlich, dass die nächste Unterstützung bei knapp 88,20 Dollar besteht. Also sollten wir die Tiefs brechen von Anfang 2021, dann haben wir eine nächste Unterstützung bei 88,20 und dann sollte das auch positiv für den Goldpreis sein, wenn wir weitere Abwärtsbewegungen im US-Dollar bekommen sollten. Aktuell haben wir eine anziehende Inflation, was grundsätzlich positiv auf den Goldpreis wirken sollte. In Zeiten von Inflation versuchen Anleger ihr Geld vor Wertverlust zu schützen, indem man in Sachwerte wie zum Beispiel Gold investiert. Bleibt wichtig zu beobachten, wie die Notenbanken mit dieser Situation umgehen und ob sie es schaffen, die ausufernde Inflation wieder einzufangen. Zu beachten ist, dass am morgigen Mittwoch die amerikanische Notenbank tagt und die Zinsentscheidung der Fed bekannt gegeben wird. Diese Termine führen meistens zu starken Kursbewegungen an den Märkten, vor allem dann, wenn unerwartete Entscheidungen bekannt gegeben werden. Der Fed-Chef Jerome Powell hat zuletzt immer wieder bekräftigt, dass die Notenbanken trotz aufkommender Inflationsangst an ihren lockeren Geldpolitik festhalten wollen. Derzeit tätigt die Fed monatliche Anleihenkäufe im Wert von 120 Milliarden US-Dollar und der Leitzins liegt in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25%. Erwartet wird, dass die Fed trotz zuletzt deutlich angestiegener Inflation keine Signale für eine Straffung der Geldpolitik geben wird. Vorige Woche hat die EZB die ultralockere Geldpolitik beibehalten. Neben dem Fed-Entscheid stehen diese Woche noch weitere Zinsentscheide großer Notenbanken an. Am Donnerstag ist da die Schweizerische Nationalbank und die Norges Bank, die ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. Am Freitag folgt dann die Entscheidung der Bank of Japan. Es bleibt spannend abzuwarten, was morgen bekannt gegeben wird. Schauen wir uns das Gold nun aus charttechnischer Sicht an, mit Berücksichtigung meiner Indikatoren. Was wir hier sehen, ist der Goldchart im Tageschart. Die rot eingezeichnete Linie markiert den Tag, und zwar dem 28.05., als ich die letzte Analyse hochgeladen habe. In dieser Analyse habe ich erwähnt, dass der Markt fallen sollte und ich meinen Long Trade, den ich hier in der blauen Linie eröffnet hatte, verkauft habe. Ihr seht, was jetzt passiert ist. Zwei Wochen später sind wir um einiges tiefer. Die blauen Linien waren meine Unterstützungszonen. Gestern ist die zweite Unterstützungszone erreicht worden und der Markt hatte sofort nach oben korrigiert. Aktuell haben wir hier eine richtig schöne Unterstützung. Bleibt abzuwarten, wie der Markt sich verhält. Ich denke, dass er heute noch wahrscheinlich ruhiger laufen wird und morgen mit der Entscheidung der Fed dann Bewegungen im Markt kommen sollte. Müssen wir abwarten, ob nach unten oder nach oben. Wenn es nach unten geht, habt ihr eben gesehen, wo meine zweite Unterstützungslinie war. Seht, die weitere Unterstützung ist bei 1757. Das wäre schon relativ weit, damit rechne ich auch nicht. Auch hier haben wir nochmal eine schöne Unterstützungszone bei 1816. Kommt aus den Hochs hier der Tagesverläufe hier. Und dann diese Tiefs hier von der Bewegung bis 1808. Und auch hier wieder eine interessante Unterstützung bei knapp 18.000. Des Weiteren haben wir eine weitere Unterstützung, die ich hier blau eingezeichnet habe, bei 17.058. Ich rechne aber eigentlich nicht damit, dass der Markt noch tiefer fallen wird. Meine Einschätzung ist, dass der Markt ab hier direkt jetzt nach oben drehen könnte. Wie gesagt, erstmal abwarten, was morgen nach dem Fed-Entscheid passiert. Das ist ganz entscheidend, ob wir da drunter rauschen. Dann haben wir natürlich wieder Luft nach unten und Bewegung geht erstmal, die Erholung geht erstmal weiter nach unten. Aber ich rechne eigentlich damit, dass wir dann ab morgen spätestens mit steigenden Kursen zu rechnen haben. Was mir da Rückenwind gibt, ist auf jeden Fall der Stochastik-Indikator, der jetzt im Tageschart unten an der gestrichelten Linie angekommen ist. Das heißt, da haben wir Potenzial nach oben. Ihr seht, als das letzte Mal der Fall war wie hier,
kam dann eine größere Aufwärtsbewegung. Hier waren wir unten in dem Bereich, ab hier ungefähr, da kam nochmal eine Abwärtsbewegung dann hoch. Auch das kann morgen natürlich passieren, dass der Markt erstmal nach Bekanntgabe des Fed-Entscheids nach unten geht, unter diese Tiefs und dann nach oben abdreht. Ja, dass eine Fake-Bewegung kommt, um einfach hier Stops abzufischen, das ist ganz häufig der Fall. Ansonsten ist das die optimale Unterstützungszone hier aus dem Hoch hier, auch hier drüben. Wenn wir uns das Ganze noch mal ein bisschen weitläufiger angucken, ja, sieht man, dass dieser Bereich immer wieder beachtet worden ist. Hier als Unterstützung, hier als Unterstützung, hier als Unterstützung. Hier ist er drunter gegangen, dann wieder hoch. Hier ist er direkt durchmarschiert. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Unterstützungsbereich bei 18.045, den wir ja auch gestern erreicht hatten. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der ADX-Index, der geschnitten hat, der sich momentan jetzt im negativen Bereich befindet und eher im Tageschart negative Kurse, also noch weiter fallende Kurse andeutet. Das muss allerdings nicht sagen. Also das hat man in der Vergangenheit ganz häufig, wie hier zum Beispiel, dass wir hier ein Verkaufssignal kriegen und der Markt dann nach oben wieder abdreht. Ja, dann letztendlich doch wieder weiter runtergegangen ist, aber dass wir in so einer Seitwärtsphase immer wieder Fehlsignale haben, das ist ganz normal. Hier auch zum Beispiel das Kreuzen der beiden Linien bedeutet fallende Kurse ab hier und dann geht der Markt nach oben. Also damit rechne ich eigentlich auch, dass wir morgen, wie gesagt, mit steigenden Kursen zu rechnen haben und dann wieder der ADX auch nach oben schneidet. Wenn du Interesse am Trading hast und kein weiteres Video mehr verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Abo da. Damit unterstützt du mich und den Trader-Kanal und bietest mir die Möglichkeit, euch weiterhin kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch auch sehr freuen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Art von Videos euch am meisten interessieren, was ihr wissen möchtet. Ich gehe gerne darauf ein. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit euren Entscheidungen und euren Trades. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.